Today is Tuesday. That means the bug catching contest is on today. The rules are simple. Using one of your Pokémon, catch a bug type Pokémon to judge. Aber das lasse ich jetzt noch, weil ich warte auf dich. Ja, kannst du ruhig machen. Ich bin ja auch gerade auf dem Käferfangturnier. Ja, aber auf deinem eigenen. Wir wollen das ja zusammen machen. Dann gehe ich nämlich eben heilen. Ja, das kann noch sich um Jahre handeln. Ich habe keine Ahnung, wie selten Jan mal ist. Irgendwie gucken. Warte mal, geht's hier überhaupt noch zur nächsten Stadt? Nein, ich wollte doch nicht. Kannst doch nicht in die nächste Stadt. Da ist Mogelbaum noch davor. Hey, da ist ja Sunkern. Cool, das kann man so kriegen. Ist ja süß. Sweet! Route 35, ja, da sind wir ja gerade. Das ist wahrscheinlich sehr selten, wenn du es noch nicht gefunden hast. Pokémon. Es hat eine 1% Auftauchchance. Du hast schon eins gefunden, wow. Warum hast du es nicht gefangen? Weil ich nicht dachte, dass es so selten ist. Ja, aber du hättest es fangen können und dann immer noch mal suchen. Na gut, das ahnt ja keiner. Kommt man hier nicht nach Dukatia? Oder nee, da kommen wir her, ne? Ja, da kommen wir her. Nach Süden musst du. Nach Süden du musst gehen. Genau. Wenn du finden willst, Ort, den du suchen. Hier 30% Schwarm, alle Tage ist ja eher klasse. Wo soll wir wissen, wann Schwarm ist? Was ist Schwarm? Es gibt irgendwie mit Pokémon Schwärme. Ah. Die werden auch bestimmt im Fernsehen erzählt. Mhm. Sind das immer nur ein Typ von Pokémon? Ist das nur ein Typ von Pokémon dann? Eins, was eine höhere Chance hat. Eins nur, okay. Ja, musst du mal im Fernsehen. Aber das wird wahrscheinlich zufällig immer kommen, ne? Ja, das ist halt so. Dafür ist dieser eine Käfersammler, von dem man die Nummer haben kann. Der ruft einen immer an. Ach so, dafür. Ich freue mich schon auf die letzte Entwicklung vom Starter, wie das aussieht, wenn er hinterherläuft. Sieht ziemlich cool aus. Das wird bestimmt cool sein. Ich hatte ja auf meiner Impagator. Ja, Impagator, genau, so heißt das. Wenn man direkt aus dem Haus kommt, dann sieht man das Pokémon noch nicht, dann kann man schneller aufs Rad steigen. Ein kleiner Tipp. Pro-Tipp hier. Ja. Du Speedrunner, du. Können wir vielleicht das Käferturnier eben machen? Mach einfach das Käferturnier, ich muss das ja nicht machen. Stimmt, du willst ja keins fangen da. Ja eben, deswegen. Wenn ich das hier mache, machst du das Käferturnier. Okay. Okay, ja, ich möchte es drehen. Kann ich das öfter am Tag machen? Oh, nee. You have more than one Pokémon. Ja. Nein, nicht Konnegator. Habe ich vergessen, ich muss das ja... Ne, habe ich nicht vergessen, wusste ich nicht. Ich dachte, das kann ich so auswählen. Jetzt habe ich ja sogar Noctu, das ist ja noch viel cooler, um das im Turnier zu benutzen. Noctu, oh, das sieht auch cool aus. Ja. Noctu wäre auch so ein Pokémon, das cool wäre für in echt, weil das kann man auf der Schulter tragen. Ja. Und wenn ich sowas wie ein Pirat fast. Mit Euler halt. Bin wirklich sehr weise. Wenn ich dann meine Brille noch aufhab, wie ich immer aufhab, dann wirklich sehr intelligent. Intellent. Fine, we'll hold your other Pokémon. Der klaut mir die anderen? Arschloch. Add Pokémon were left with the contest helper. Here are the sport balls for the contest. 20. Aber wenn die leer sind, habe ich doch auch vorbei. Habe ich doch auch nicht mehr, oder? Käfer 20 Minuten habe ich. Mm. Strongest Bug-Type. Ich will nicht das Stärkste, ich will einen Scyther. Hast du eine 5% Chance, das zu finden? Ehrlich? Also 5-mal so hoch wie bei mir. Ja, immerhin. Also jedes 20. Ja. Ich habe immer gerade nebenbei im Wikipedia geguckt. Es gibt im Käferturnier kein Janmar. Sonst hätte ich da auch teilgenommen. Ah, okay. Aber... Ha! Da ist es! Das ging ja aber fix. Okay, Hypnose. Eindeutig Hypnose. Level 14, egal. Ich trainiere das hoch. Ich habe Angst, dieses anzugreifen. Scheiße, hat mich getroffen. Ich versuche es einfach weiter. Ja. Ich will nicht Uproar benutzen, weil das 5-mal treffen könnte und es dann tot ist. Ja eben, du kannst ja nicht aufhören. Und ich will nicht Pack benutzen, weil das effektiv ist. Dann hättest du doch nicht Noctu mitnehmen sollen. Ja, aber ich habe Hypnose, das hast du ja gesagt. Das hat doch dein Nebulock auch. Scheiße, stimmt. Und da hätte ich bestimmt einmal Dingens einsetzen können. Ja, jetzt hat's geklappt. Ich versuch's einfach, es klappt schon irgendwie. Scyther, ich finde das so geil. Ich finde, also, cool geil. Hey, oh. Ditto. Also, ich war auch da und habe einen Ditto versucht zu fangen. Ich habe 5 Bälle gebraucht. Einen Hyperball und einen Superball. Und hab's dann mit einem normalen Pokéball gefangen. Sportball. Warum Sportball? Na egal. Bitte. Ding! Ich hab's! Wow.
Ich freue mich, ich habe einen Cypher. Ich wollte immer schon einen Sichlor haben. Das ist voll cool. Ich würde es nicht in echt haben wollen, weil das Klingen als Hände hat. Das ist gruselig. Ja. Bug und Flying. 4 Inches 11. Was ist eigentlich die Untereinheit von Inch? Zentimeter? Nee. Foot und dann Inches. Ah, Foot und Inches. Ah, richtig. Und Pfund, ist das verdoppelt? Oder halbiertes Gewicht? Oder weiß ich nicht. When it moves, it leaves only a blur. If it hits, hides in grass, its protective coloration makes it invisible. Also es ist unsichtbar im Gras, weil die Hautfarbe, die Haut so aussieht. Und was heißt blur? So verschwommen. Ah, weil es so schnell ist. Okay, das ist natürlich ein Problem. Ich habe U-Turn Tauboga beigebracht. Und Janma lernt keine Käferattacke bis Level 49. Ich kann nur ein Pokémon vorzeigen, ne? Ja. Aber das behalte ich doch, ne? Ja. Ja. Ja, ich hab. Okay, ich wollte mehr gar nicht machen. Aber das kann ich nur einmal pro Tag machen, oder? Also, das kannst du nur einmal machen. Wenn ich es dann beendet habe. Ja. Barry ist Platz 3. Er hat einen Butterfree gefangen. Also, ich glaube, mit einem Sichtler hat man gute Chancen. Am besten wäre wahrscheinlich Pinsir. Wenn man das. Oh. Ed mit E. Ohne A, eher gesagt. Ja, gut. Hab ich gewonnen? Ja, ich hab gewonnen! Ed hat Ed besiegt. Ich krieg einen Sonnenstein, denke ich. Da 146, super. Sunstone. Boah. Und damit könnte ich mir einen Sonnenflora züchten. Und was kann man damit. Damit kann ich einen Bluebella kriegen. Ja, das auch. Cool. Finde ich sehr cool. Das muss ich ja benennen jetzt. Also es muss ja einen Namen kriegen. Wir nennen die ja immer. Wie nenne ich das denn? Es ist weiblich. Scheißegal. Darauf achte ich nie. Das ist eigentlich noch cooler als Magma. Das ist Coolio. Ich könnte es Julio nennen. Die Namen kann man auch umändern. Kannst es Juliet nennen. Weil es weiblich ist. Juliet? So wie Juliet. Ja. Nein. Julio. Blöder Name, ich weiß, aber ich find's gut. Julio. Hab ich jetzt. Ja, ich hab gewonnen. Ich glaube, ich werde in meinem Leben nie wieder einen Janma finden. Nein, wirst du nicht. Es schläft. Immer noch. Okay. So. Often doses off. Ja, das passt ja, es schläft gerade. Perfekt. Ich würde sagen, Swarm hoch. Powers. Up Bug-Type moves in a pinch. Was heißt a pinch? Ja, wenn du unter 33% HP hast. Ach so, das ist die Pendant zu die Starter-Attacken-Fähigkeiten. Genau. Sehr cool. Und es hat Leer, das ist Silberblick, Focus Energy, Pursuit. Das ist Verfolgung, oder? Ja. Und False Swipe. Kenn ich nicht. A restrained attack that prevents the foe from fainting. The target is left. Ach, das ist Tugschlag. Genau. Und er behält ein Leben. Wenigstens, oder, ne? Ja. Wenigstens. Okay. Dann bringe ich dem auf jeden Fall U-Turn bei. Und der hat Spezialattack hoch. Ist das gut? Nee. Nicht gut. Na egal. Und Speed ist. Scheiße, Speed ist niedrig. Ja. Das ist ja richtig blöd. Da habe ich das Blödeste rausgesucht, das ich finden konnte. Egal. Es wird für meine Bedürfnisse reichen. Ja. So. Back, U-Turn. Du bist dran. Ah, da war's schon. U-Turn. Oh, exciting Gameplay bei mir. After making its attack, the user rushes back to switch places with the party. Das ist super, wenn man eins trainieren will. Also, da kann ich erst mit ihm angreifen und dann tauschen, wenn der Gegner lebt. Mhm. Und sonst kann ich ihn damit gut trainieren. Ihn selbst. Sie. Erst ist Coolio, er. Das Symbol bedeutet nichts für dich. Ich hab das Geschlecht geändert. Ach, Janma, komm doch mal. Forget Leer, wer braucht schon Silberblick? Willst du dich einmal im Team benutzen? Und dann sowas. Es ist doch so ein heftiges Competitive Pokémon. Jetzt bräuchtest. Welches? Upper? Nee, ein Mega. Achso. Jetzt bräuchtest du meinen Nebulak mit Horrorblick. Wobei gar nicht, das haut ja nicht ab. Nee. Es kommt einfach nicht. Ja. Das stimmt. Warte, ich will gucken, wie das aussieht, wenn sich nur hinterherläuft. Super sexy wahrscheinlich.
Ja, no, ist okay. Nicht so toll. Ah, ich wollte nicht speichern. Aber ich, doch, wenn ich geheilt habe, will ich speichern. Dann will ich sich nur sichern. Sich nur sichern. Aha. Du bist sicher, Lorn. Lord Cypher. Lord Sichlor. Passt sehr gut, finde ich. Goldenrod City. Goldene Stange Stadt. Wie heißt das denn auf Deutsch? Goldenrod City. Azal. Nee. Nee, Dukatia ist das doch eigentlich. Ja. Warum heißt das denn nicht Dukatia? Der Name passt doch. Naja, Goldenrod passt auch, weil Dukatien sind doch auch aus Gold. Ah, stimmt. Ja, du hast recht. Das ist quasi derselbe Name. Ja, ja, das stimmt. Das Witzige ist, was mir irgendwie als Kind nie aufgefallen ist, in der ersten Generation heißen alle Städte wie Farben. Tatsächlich? Marmoria, Azuria, Urania, Prismania ist alle Farben auf einmal. Stimmt. Dann Safronia war, glaube ich, auch irgendeine Farbe. Safran, gelb. Genau, Safran. Die Städte sind auch immer in der Farbe. Ha, ist mir nie aufgefallen. Ja. The Gym Leader Whitney went flying by saying, I have got to get a radio card. Ah ja, richtig, die muss man im Radioturm. Stimmt, die muss man in diesem Spiel sich holen, damit man später nicht irgendwie in Kanto rumsteht und keine Radiokarte hat. Das ist mir so oft passiert in Silber. So, da ist Bianca. Oder Whitney in diesem Spiel. Hi, my name is Whitney. I heard about the quiz to win a radio card, so I came here to get one. But the quiz is so hard. Na, dann muss ich mal eben das Quiz spielen. Quizzen. Es gibt nur eine Frage, die irgendwie verwirrend ist. Answer the questions, oh Gott, auf Englisch. Ja, ich möchte das tryen. Danke. Ja, mit dem Pokégel kann man die Town Map checken. That's correct. Nidorina can only be female. Das ist auch richtig. Die nächste ist falsch und die letzte ist richtig. Kurt the Pokéball. Apricots benutzt er nicht. Er benutzt Aprikokos. Ja, es stimmt. Ich wusste nicht, dass Magikarp keine TMs benutzen kann. Ich dachte, das wäre nur bei Incognito so. Oh. Ich glaube, das war nicht Marie. Eben, das ist die einzige, die man nicht wissen kann, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Ich sage nein. Ich meine, das war nicht so. War nein richtig? Ja, gut. Sie ist nicht Marie. Dann weißt du schon mal. Mhm. Auf Deutsch heißt sie, glaube ich, Marianne oder so. Oder dann war die Frage, ob sie Marianne heißt. Ich weiß nicht mehr. Eins von beiden. Oh. So, damit haben wir sie befreit. Ich habe eine Radiokarte bekommen. Hier oben, hier kommt man irgendwann später noch rein. Da wird ja der Ausgang blockiert. Der Aufgang. Genau. Das von dem Sicherheitsmann. Keine Ahnung, wann man da reinkommt. Soweit war ich noch nicht im Spiel. Kommt schon noch. Wollen wir dann... Ne, ich muss trainieren, aber wollen wir dann bald die Arena probieren? Ja, wenn ich einen Janma hätte. Ja, dann kann ich ja eben noch auf 20 oder 30 trainieren, ne? Kannst du ruhig machen. Ich bin beschäftigt. Das ist echt ärgerlich, dass das so selten kommt. Ja. Ich weiß gar nicht, soll ich hier trainieren? Nee, auch ich trainiere hier. Ach, warte, dann kann ich ja hier hochgehen und da. Jetzt wird dir ein Janma kommen. Zum Mogelbaum den Weg freimachen. Ja. Kann ich denn überhaupt Janma fangen? Gibt's das bei mir? Ja, es gibt's in beiden Editionen. Okay. Das wäre witzig, wenn das bei mir kommen würde. Dann würde ich es nebenbei nur so fangen. Einfach nur zum Spaß. Um mich zu ärgern. Das auch. Okay, ich probiere mal False Swipe aus. Das war kein bis zu 1% runter. Nee, das macht ja auch nicht immer bis auf 1 HP runter. Das wäre viel zu overpowered. Ja, ich weiß. Aber die Attacke ist gut, um bestimmte Pokémon zu fangen. Ja. Und dann mit einer Statusveränderung. So, besiegt. Ich glaube, hier kann ich ganz gut trainieren. Die sind ein bisschen schwächer als mein Sichlor. Jetzt brauche ich noch einen guten Namen für Magma. Muss ich überlegen. Wir können jetzt schon mal sagen, jetzt trainieren wir hier nur noch. Wenn ihr ausschalten wollt, es passiert jetzt nichts mehr bis zum nächsten Part, würde ich sagen. Ich glaube auch. Aber das ist manchmal auch ganz dazu zu können, ja, wenn einer trainiert. Oder sich einfach versucht, einen Janma zu fangen. Ja. Fucking 1%! Andere machen das so, dass sie das als quasi Special-Video machen, aber wir machen das jetzt nicht. Wir sind nicht so besonders und auch nicht so interessant. Nee, das ist jetzt auch nicht nötig, weil so lange trainieren wir gar nicht, dass das ein ganzes Video wird, glaube ich. Wobei, ich glaube, ich bin hier schon über 15 Minuten. Kann bei dir schon so dauern. False Swipe. Okay, eigentlich muss ich U-Turn auch mal ausprobieren jetzt. Janma! Es ist sogar männlich.
Schade, dass es nicht weiblich wäre. Das wäre witzig. Wäre mir jetzt auch sowas von egal. Eigentlich könnte ich Coolio runterschlagen lassen bis 30%, damit es dann mehr Schaden macht mit U-Turn. Moment, habe ich Status Moves? Ich muss gerade überlegen. Der Bike Shop ruft an, der freut sich, weil wir genug Werbung gemacht haben. Jetzt verkauft er. Das ging echt schnell. Naja, wir sind ja viel rumgefahren, ne? Ja, schon, aber komm. Hey, die Uhrzeit stimmt sogar. Ja, ich möchte den Countdown cutten. Ich wünschte mir, dass man VMs neben den vier Attacken lernen könnte. Ja. Zumindest Zertrümmerer und Zerschneider und Co. Ich finde das blöd, dass das wirklich immer einen der vier Plätze wegnimmt. Dass man zumindest die Fähigkeit außerhalb der Kämpfe das nebenbei bringen könnte. Ja. Nicht die Attacke selbst, die kann ja dann noch einen Platz nehmen. Das wäre gut. Das müssen sie mal ändern. Das wäre eine richtig gute Sache, weil wer benutzt denn Zerschneider? Ja. Oder Zertrümmerer? Gut, in der Edition geht's sogar gerade noch, weil das 40 Schaden macht. Aber ganz ehrlich, wer benutzt das denn sonst?